Wo ist er? Da war doch noch einer. Da ist er. Hatze, oder? Will nur wer was? Wo ist denn der? Sie beide bleiben hier. Vor allem Sie, ah, John. Da. Auch wenn Sie... Zurück! Oder ich töte es! Nein! Nein, nein, nein! Ich habe TH-314 und bin ansteckend. Bleiben Sie kommt weg. Kommt da denn an? Versteckung, oder was? Ruhe! Mensch! Lassen Sie mich gehen! Oder egal, die machen wir auch platt, Leute! Ich sehe einen Angara, aber ich höre nur einen Cat. Still! Sie wissen nicht... Überhaupt kein Problem. Ihr Volk und die Cat, das sind alles... So, dann gehen wir die Leichen, durchsuchen. Sie können ihn nicht gehen lassen. Ich glaube, er hat eine Probe des Virus. Erschießen Sie ihn! Sie haben eine Wahl, Mensch. Ja, und Sie die haben hoffentlich was hinterlassen, ja. Oder versuchen, mich aufzuhalten. Sam, scanne ihn. Hat er eine Probe des Virus? Positiv. Allerdings ist sie stark verschmutzt und möglicherweise unbrauchbar. Lassen Sie mich gehen! Jetzt! Verdächtig, wir sollen da runter. Sie und die Probe gehen nirgendwo hin. Okay, da. Also gut! Weiter! Schauen wir mal. Ah, da gibt's ja nicht was zum Scannen. Wir können nicht riskieren, dass irgendjemand der Leiche eine Probe des Virus entnimmt. Stase-Kapsel. Wir brief. Und die Roker wollen hier mit TH-314 die Spezies der Milchstraße töten. Kein schöner Gedanke. Ich weiß, sie tun alles für ihre Sache, Das haben wir. Jetzt können wir darauf. Den Anführer, wenn wir jetzt konfrontieren und dem in die Balls treten. Hier ist eine Leitung. Sie klingen wie Kett. Nö, nö, Leute. Ja, der hat sie zwar abgeknallt, aber jetzt ist er dran. Ja, es ging nicht anders. Scheiße. Nicht mit uns. Hat sie zwar abgeknallt, aber was soll ich machen, Leute? Ja, darum. Darum wollte ich die auch nicht weglassen. Das geht nicht. Ja, geht nicht anders. Da geht irgendwo diese Leitung runter. Oder nicht? Da rein. Okay, das ist... Ah, das war wegen der Tür. Okay. Jo, haben wir das jetzt abgeschlossen, oder was? Okay. Es ist nicht gut, aber meiner Meinung nach besser, wie wir sich so ein Virus verbreitet. Ne? Ich glaube, da habe ich nichts falsch gemacht. Sage ich mal, ne? Ja, abgeschlossen, du musst jetzt... Teilweise haben wir hier Aufgaben abgeschlossen, die was ich so nebenbei gemacht habe. Finde ich. Also mal markiert ist, dann tut es ein bisschen leichter. So, zusätzliche Aufgaben, was haben wir hier? Ermittlung wegen Unterschlagung. Dann machen wir das als nächstes. Beziehungsweise, warte mal, Leute. Wenn ich schon hier bin.
heißt der Planet hier? Ja, ich muss die E-Mails lesen. Dann machen wir das mal. Geh mal auf die Tempest, E-Mails lesen. Mission abgeschlossen. Jarl wollte mit Ihnen reden. Das geht natürlich immer mit, so eine Ressource. So. Zur Karte. Schnellreise da. So, schauen wir zu ihm auch mal rein. Vielleicht hat er irgendwas zu melden. Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Ist auch Ressourcen, ja. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. So, aufwärts geht's. Aus dem Slums raus. Ist ein Problem? Technisch gesehen nicht. Aber etwas Schweres, von dem wir nicht wissen, was es ist. Das ist nicht gut. So, da. Gehen wir E-Mails lesen? Aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders. Könnten Sie sich mal umsehen? Auf der Tempest? Ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Bajal. Ja. Aber wir gehen jetzt E-Mail lesen und nicht mit Charl. In der Luftschleuse ist schon mal kein zusätzliches Gewicht. Schade eigentlich. Da wären wir es leicht losgeworden. Okay. So, Aufgabe wegen eines Gegebenen. Wir haben eine neue Aufgabe gekriegt anscheinend. Rice anrufen. Jetzt ist die Frage, wie das geht. Wie kann mich jemand anrufen? Das ist jetzt. Reden wir mal mit der Suvi. Könnte auch eine Bombe sein, Leute. Natürlich. Das hört sich ein bisschen nach einer Bombe an. Ich nehme das auch gleich an. Diesen Auftrag. Wir reden ein bisschen mit den Leuten hier. Wer weiß, was wir da so finden. Okay. So, wir müssen jetzt hier scannen. Ich frage mir nur Kabinen auf der Tempest. Ist das eine Kabine? Ja. Hey, Joel. Oh. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Wenn Sie dann mit allem klarkommen... Das ist viel Scheiß hier, aber... Ich mache für alle Geschenke.
Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Gibt's unten nicht nur Kabine, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Ist sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint so, meinen Ruffgin zu mögen. Oh, Moment mal, wir könnten sicher was abholen. Wirklich? Genau. Das ist wir schon mal die Belohnungen einsammeln. Ich könnte machen für Drug einen Angaranischen Kriegen wir ordentlich was? Das ist natürlich super. Ja, wer hätte so etwas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Was gehört gerade? Joe, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten Kabinen, mich ja, für wo selbstbewusst sind nur Kabinen? Und kompetent. Das ist was anderes. Was haben wir hier? Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Nichts mehr sonst? Also, ich finde Sie großartig. Bist du denn? Aha. Doch. Wirklich? Hässliches Ding? Da werde ich ja gleich rot. Was sieht man gar nicht. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Da bin ich hergekommen, und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Da, das ist ja schräg. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Keines der Geräte hier würde als zusätzliches Gewicht registriert werden. Mach's Risiko. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Oh, das wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ah, Arsch kriechen wir mal. Sie werden Großes leisten. So, wir scannen aber trotzdem hier immer ein bisschen rum. Wer weiß, was hier noch so gibt. Na, sag ich doch. Okay. Bei ihm ist es dann auch nicht. Irgendwo muss er sein. Pibi, der können wir auch mal diskutieren. Flirten wir mal mit ihm. Alles klärchen. So, machen wir weiter, Leute. Und zwar, ich würde gerne mal mein Zeug verkaufen, Forschungszentrum. Ah, ein Verkauf, da sind wir. Ein bisschen das Zeug hier weg. Handel bestätigen? Ja. Ah, ich habe so viele Objekte wieder hier, da, was ich da brauche. Machen wir
vielleicht Max-Munition? Den weg. Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Ich weiß nicht. Ich finde den sogar besser. Muss ich Lexi um eine psychologische Beurteilung bitten? Dann behalten. Ja, vielleicht. Die Leute sagen mir schon mein ganzes Leben lang, ich wäre verrückt. Ich habe hier noch mit ein paar hartnäckigen Geißelproblemen zu kämpfen, die von ihrer damaligen Spritztour in das Ding übrig geblieben sind. Das war eine echte Ersthandeln-Dann-Denken-Aktion, was ich absolut respektiere. Auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Oh Mann, wirklich. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Wollen Sie wirklich riskieren, dass Ihre Siegesserie reißt? Ha, darauf lasse ich es ankommen. Ungewöhnlich. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Hören wir mal das los. Wir haben zu viel einfach von dem Zeug. Laut Daten hat nichts hier drin ein ungewöhnliches Gewicht. 100 Millionen Inventar habe ich auch nicht. Natürlich nicht. Gibt es irgendein Problem? Ich hoffe nicht. Brauche ich nur die Falle? Ich denke nicht, oder? Weg damit. So. Wir gehen weiter oder schauen weiter. Was da noch abgeht. Sicher auch noch Räume zum Scannen. Sind das Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.